Okay, umgezogen. Boah, ist viel geiler. Okay. Das ist die Hose, Chat. Das ist die Retree. Okay. Fuck. Was denkst du, weil du musst vorzahlen. Muss ich wählen mit WLAN? Ja, ist verbunden. Nee, funktioniert irgendwie nicht. Was denkst du, passt rein? $70, $60, $50? Einen halben Tank? Sag 50. Sag 50 auf 12. 50 on 12. Ist kein halber Tank, oder? Ist noch mehr. Man muss abschätzen, wenn du eine Karte vorzahlst, musst du abschätzen. Das ist komisch, das ist so. Warum muss man hier vordingsen? Das kannst du doch einfach abzählen, oder? Aber hier sind doch Kameras und so. Dass die Leute noch scheißen werden. Aber bis jetzt funktioniert es wahrscheinlich, weil ich den Hotspot da habe. Ah, okay. Jetzt. Okay, jetzt sehe ich euch auch wieder, Chat. Wir sind hier. Oh, da vorne ist die Tank, ich geh mal rein. Ja, es ist wirklich ein crazy Unterschied, dass es bei euch einfach 23 Uhr ist. So krass. Okay, wir kommen hier rein. Von hier. Hallo. Ja, weg da. Hast du Getränke geholt? Nein. Okay. Okay. Wir haben hier alles. Fuck, was geht hier ab? Okay, Chat. Du müsst mir helfen, was ich kaufen soll. Ach du Scheiße. Ode, ode, ode. Oder hier sind die Leute schon crazy am Zocken. Daran merkt man, dass man in Las Vegas ist. Oder mal eine Tanke? Hier kann man einfach verfickt nochmal zocken. Ist crazy. Ja, ja. Ich kann Chat gerade nicht sehen. Kannst du Chat aufmachen? Ja. Cola Zero, $3, Digga. Hey, sag mal deine Top 3 amerikanischen Getränke, die du hier siehst. Ich sag dir meine Nummer 1. Ja, Nummer 1? Jetzt kommt Prime. Nein. Fuck. Haben die das nicht? Hey, das trinke ich doch die ganze Zeit. Es gibt sogar einen Gruß hier. Haben die nicht. Das ist, ich nehme mal die Gatorade Zero Weiß. Das ist diese hier, aber mit Zero. Wenn du die als Zero findest, das trinkst du dran. Ach, ja, das machst du. Ja, ja. Das ist geil. Das ist so mein Nummer 1. Und was noch? 10 Spins gehen schon. Strawberry Banana haben die auch mit Prime, das ist stabil. Ja, die habe ich auch. Vitamin Water ist hilfreich. Ist wirklich? Ja. Warum? Ist das so geil. Und auch diese Mountain Dews sind like crazy. Ey, also als Baja ich hier war, ich habe immer Fiji Wasser getrunken. Ja, Fiji ist gut, aber Baja Blast. Vor allen Dingen, Fiji-Wasser ist hier gar nicht so teuer, Chat, ne? In Deutschland kostet Fiji-Wasser 0,5 Liter irgendwie 3 Euro oder so und hier kostet 1,5 3 Euro oder sowas. Aber das ist das einzige Wasser, was ich vertraue, was ich auch noch so kenne, weil die anderen, da habe ich so Angst vor so, keine Ahnung was. Was? Wer weiß, wie viel Wasser wir da noch haben. Ja. Kannst du glauben, dass diese Gatorade? Gib mir mal Chat. Okay. Und was ist natürlich auch hier? Oder sagt ihr zu fluoridhaltig? Was kann man sich denn mitnehmen? Frag Dave. Ja, guter Call. Hey Dave.
Hier gibt's auch wirklich überall Prime, Dave, ne? Dave ist despawned. Dave ist einfach despawned. Er ist weg. Vielleicht auf Toilette gegangen. Ich würde maybe so ein Stück Kuchen hier holen. Das hier, Chad? Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Boah, ich weiß nicht. Ey, Dave, was kann man hier essen, falls wir später Hunger haben? Für Snacks? Ja. Boah, das ist alles so Müll, Digga. Ja? Willst du Snacks so einhaufen? Nein, schon so irgendwas, was man... Maybe also, sowas, aber Alkohol, das Arsch. Das ist eklig, Digga. Ja? Das ist eklig. Vielleicht da so Donuts oder so. Boah, das ist noch ekelhafter. Hier ist ein Chat, weiß ich nicht. Da habe ich Angst. Boah, der sieht ein bisschen aus wie bei Krispy Kreme, aber... Ich bin gerade richtig am Tweeten, Digga. Ich pick das Gatorade now. Ich verstehe das noch nicht, oder? Coca-Cola Spiced. Lol. Was ist das hier? Snack Mix. Maybe sowas, Chat? Nüsse ist ein guter Call. Chips, ich will schon was, weiß ich nicht. Hier so ein Snackmix, Chat. Es geht doch bestimmt rein. Ah, hier sind Nüsse. Mandeln, Cashew würde ich holen. Und ja, das passt. Ja, dann haben wir diese Nüsse hier. Chips. Ey, haben wir Auto abgeschlossen? Ey, haben wir Auto abgeschlossen? Ja. Oder? Auto ist abgeschlossen, ne? Ja, aber ich habe extra gerade, bin ich rausgegangen, um zu gucken, weil wir sind ein bisschen in der Holzklasse. Das sieht auch gut aus. So viele Monster, Digga. Eis jetzt noch, oder? Eis? Achso, Eiscreme, ja. Okay, ich habe jetzt die beiden geholt. Pieper sind auch geil, aber kacke zum ersten Mal. So Nüsse einfach. Es geht wenigstens klar. Maybe noch ein bisschen Pistazien so. Ist auch schon ein krasser Preis, $6 für. Ja, müssen wir machen. Das passt, ich würde noch ein bisschen Wasser holen, maybe. Ja, zwei Flaschen. Ja, das reicht nicht. Wir haben ja auch 3 oder 4 von Marken auch mitgenommen. Sicher, also sicher. Am Ende werde ich von irgendwelchen Leuten gecatcht oder so, dann habe ich kein Wasser. Besser zu viel Wasser als zu wenig, weil Wasser kann man immer trinken. Wo haben wir noch? Eigentlich das musst du mitnehmen. Oh, das ist geil, das musst du nehmen. Was? Hey, das musst du mitnehmen, ja. Was ist das? Oder das sieht aus nach flüssigem Heat. Wait. Alter, das ist krass. Was ist das denn? Ey, wir kommen immer näher. Das war's. Das war's, wir kommen den immer näher, Chat. Da ist einfach Alkohol drin. Wir kommen den immer näher. Was ist das für ein Chat, Digga? Das sind schon langsam ein paar Zeichen. Alkohol? Ja, das ist einfach Alkohol. What the fuck? Wie Prozent? Ah, ist ein Four Loko. Das ist so ein Bier. Okay. Und noch ein Wasser mit, passt. Guck diese Rapsnacks an, Baby. Einfach Migos Chips. Einfach Rick Ross. 10er, wenn das mit dem abgesprochen ist, Digga. Die hast du die schon mal gehabt? Die Puffs sind ganz geil. Nee. Hot Cheetos, Classic. Keine Cheetos. Lieber nicht. Eis? Okay. Das Eis kriegen wir. Geil. Ja, das ist der Klassiker. Possibly. Okay. Weißt du, der sieht nie so aus. Wieder drin. SpongeBob Eis? Nein. Das haben die angepasst. Boah, ich glaube, ja, ich nehme so ein Magnum. Ah, muss man aufmachen? Ja. Oh, okay. Boah. Ah, ja, so ein Mandeleis. Oh, Reese ist auch crazy.
Einfach so ein Original, so ein Klumpi. Oh mein Gott. Das ist so ein typisches amerikanisches Ding. Ja? Das sind ja Cookies. Ja, so, ja. Guck mal, die haben irgendwelche Experimente gemacht. Warum? Hast du das schon mal gegessen? Ja. Das ist ein Klassiker. Ich noch nicht. Ich noch nicht. Klassiker. Chat, seid ihr derjenige? Seid ihr diejenigen, die immer so andere Sachen probieren oder die Sachen essen? Aber ist das Dark? Ist das Dark Chocolate? Milk, okay. Okay. Ich bin immer derjenige, der dann das holt, was er schon kennt, statt irgendwelche Experimente zu machen. Hä? Immer nur, was ich kenne. Ja, immer, was man kennt. Ich probiere auch immer, also keine Ahnung, ich bin nicht so der Tester. Ey, warte mal, die haben wir bei King Can. Eine Gurke. Eingelegt in was? Chamoy? Die haben wir auch bei King Cans. Ausrufezeichen King Cans, Freunde. Eklig. Was ist das denn? Okay. Ich finde zum Beispiel diese Gurken ekelhaft, ne? Ebenso. Knossi wollte einfach, dass wir diese Gurken schicken. Bring ihn einen mit? Ja, ihr könnt. Oder eine alien-verseuchte Gurke? Wir schicken ihnen die von King Cans. Aber das ist wirklich ein Zeichen-Chat. Schaut es euch an. Langsam kommen wir den Ganzen näher. Seht ihr das? Das war's. Okay, let's go. Guck mal, hier sind wir sind in Las Vegas. Hier gibt es mehr Automaten als Getränke geführt. Einfach in der Tanke. Hier musst du essen, bevor der weg ist. Der wird schmelzen in 20 Sekunden. Ja, halt das runter. Thank you so much. Thank you. Voll korrekt die Leute hier, ne? Ja? Voll hilfsbereit die Leute. Ja, aber auch fake, Digga. Als Verkäuferin ist es okay, aber wie gesagt, manchmal ist es zu positiv. Oh, die Leiter. Ha. Alter. Nein, oh, wie kann er so fahren? Boah, der kommt her. Boah, was ist das denn? Boah. Digga, du beißt da in dein Eis rein? Ja. Alter, ekelhaft. Bist du ein Beißer oder Lutscher? Ich bin Lutscher. Boss. Ich bin aber wirklich ein Lutscher. Chat, seid ihr Beißer oder Lutscher? Ich bin hundertprozentiger Lutscher. Ja, Beißer. So, jetzt. Bist du auch Beißer? Ja, ja. Ich bin Lutscher. Was ist jetzt hier was? Thomas kennt in Deutschland gar nicht, glaube ich. 87. Nee. Was heißt Reinheit? Reinheit. Was heißt 87? Gibt's in Deutschland 87, Chat? Nein, nein. Ich glaube nicht. 90, glaube ich. Ich weiß, aber 91 ist das höchste. In Deutschland geht's höher. Ja, er sagt hier 89 ja. Minimum. Das macht ihn da rein. Das? Ja. Hast du schon Karte dran gehalten? Hatte eine Vorbezahlung. Okay, letzter Tank. Ja. Lutschen, bis das Weiße kommt. Das ist crazy. Ich sag euch ehrlich, ich bin auch der Lutscher. Ich bin auch wirklich eher der Lutscher. Tun deine Zähne nicht weh? Ab und zu ja. Du hast recht. Aber zeig mal deins. Das sind einfach so zwei Kekse. Zwei Kekse und dazwischen. Crazy. Nice. Mhm. Da, ne? Schmeckst du wieder das im Hals? 35 Gramm Zucker. Ich habe heute nur Scheiße wieder gegessen. Unfassbar. Das ist einfach Amerika. Du kannst hier nicht gesund essen. Ja, vor allem wenn man reist. Also wirklich, du kannst, wenn du reist und so, das ist insane. Guckt es euch an. Wo sind wir bitte? Ey, ist hier ein Gefängnis? Ey, Bro, ist es da ein Gefängnis? Sieht so aus. Ja, sieht aus. Sag mal, Bro. Digga, ich glaube, das ist ein Gefängnis. Chat. Guck mal hier. Und dann da hinten. Ich
Ich glaube ernst, das ist ein Gefängnis. Ich mach nochmal 30, ja? Warte mal. Woher weißt du, wie viel drin ist? Fox River. Aber wir kriegen doch hier. Ist das kein Gefängnis? Sagt ihr nicht? Hier aus dem Flughafen. Was? Flughafen. Flughafen? Er sagt nichts, aber es ist Militärflughafen, glaube ich. Militärflughafen? Aber dann nicht gesagt. Also langsam geht's los. Merkt schon, man sieht Aliens. Dann sieht man einen Militärflughafen. Kommt schon Sirenen. Keine Location, da steht nichts auf dem Dings drauf. Ja, ja, das war's bald. Guck, siehst du die Tauben schon? Du weißt, was die Leute über die Tauben sagen, ne? Was sagen die? Die haben Kameras in den Augen. Kennst du die Theorie nicht? Nee. Die Leute sagen, dass Tauben so Spione sind. Dass sie alles Computer sind mit Kameras sind. Ich kann's kurz Chat ein? Ja, hast du davon noch nie was gehört? Nebel, Nebel. Hängt kommt da rein. Zwei Tauben, genau, das ist ein Ding. Noch nie was von gehört? Ich hab auch noch nie was, also ich hab wirklich noch nie was von gehört. Ich glaube, der liebe Kianos kann dazu mehr sagen. Warum trödeln wir so? Was hat er uns gefragt? Sag mal dem Homie, wir müssen wieder los, Digga. Warum? Wir sind nach Rittmann. Was hat er gefragt? Das ist ein Markebauer für Arme, er wollte das Parfum andrehen. Okay, hast 30 reingepackt? Ja. Er war ein bisschen aggressiver. Ja, der. Ich hab ihn so ein bisschen angestarrt, so nach dem Auge. Weil meistens hören die nicht auf, Digga. Come on. Bro. Okay, geht. Ist er eben zurückgekommen? Hä? Eben zurückgekommen? Ja, ja, meinte, you want to try free, so ein of free samples, ein of Parfum. Aber wer weiß, was er uns verkaufen will. Das ist was anderes. Guck, da hat nicht mehr reingepasst. $9. $9? Ja. Haben wir $20 bekommen? Ja, nochmal 30 einmal, also 20 kommen wir zurück. Okay, lass raus, geht er, ja. Okay. Wir sind doch noch in einer sehr verranzten Karriere gekommen, ne? Bro, auch voll mit Homies da drin, Digga. Die waren alle ready to rumble. Echt? Ja, man kann das sehen, Digga. Vegas kann auch schon Beat-Ghetto werden an verschiedenen Ecken. Wie viele Einwohner hat das? Hast du Chat? Vegas? Wie viele Einwohner hat Vegas, Chat? Gut viele. Ja. So, Chat, aber jetzt fahren wir durch. Direkt zu Red Bull 51. Wir haben das letzte Mal getankt, Snacks geholt, Trinken geholt. 700k nur. Schnall den AC an, Digga. Alter Schwede. Dass die Powerbank noch nicht explodiert ist.
Das ist so heiß. Wir starten, ne? Ja. Kannst du mir ein Vitaminwasser oder sowas geben? Irgendwas? Irgendwas ist irgendwas. Okay, let's go! Roten? Ja, rot oder ich hab den gleichen wie du, das ist sogar. Ich bin dein. Ja. Danke dir. Gibst du deinen auch? Ich hab. Gleich. Okay, let's go! Aber das ist eigentlich ganz nice. Ja, Paul C ist der Klassiker. Du hast mein Samsung-Handy irgendwo, ne? Auch? Ich nicht. Wo war das? Ich hier. Let's go. Let's go. Let's get it, let's go. Area 51? Hier, komm. Ich komme hier gar nicht rum, ne? Naja, neben bis rechts. Und wenn da hinten irgendwie schon mal. Scheiße. Was denn? Und wie spät ist es bei euch, Chad? Ich hab überlegt. Ich hab auch überlegt, aber ich hab keine Kontrolle, deswegen hab ich's hingesagt. Wenn ich alleine gefahren wäre, hätte ich safe gemacht. Du 23, Bruder. Wie lange sind wir jetzt live? 6 Stunden? Keine Ahnung. Auch schon gut lange. Mindestens 6, fast 7. Insgesamt weiß ich gar nicht. 3 Stunden 22, ja, aber davor ja. Noch. Bei uns ist es 14:24 Uhr. Zuschauer 12? 19.000 Zuschauer. 19. Ich habe meinen Zuschauer normalerweise nie offen, aber jetzt habe ich das auf dem Handy. Mal sehen, wie lange es jetzt hält mit der Verbindung. Ja. Alter, wenn die Verbindung abbricht, wäre ein Riesenbruch. Aber wir sind dann halt auch irgendwo im Nirgendwo. Sehr, sehr geil. Safe, aber. Das wäre insane. Rechts. Ja, ja. Wenn es abbricht, sowieso. Wir werden sowieso ein YouTube-Video machen, Jeff. Kommt ihr langsam Angst? Ja. Anspannung, die Anspannung steigt auf jeden Fall. Ja, das muss ich sagen, die Anspannung auch, ja. Also keine richtige Angst, aber schon so. Man ist aufgeregt, oder? Ja, du weißt ja nicht, was einen erwartet, ne? Ja. So sieht's hier gerade aus. Und jetzt geht's wieder ins Nix. Hä? 23 Uhr Auto abgeben wird knapp. Verstanden, knapp, hab ich gecallt. Lass so, soll ich ein bisschen lassen so? Die Cam, damit ihr ein bisschen Landschaft seht. Wollt ihr auch so gerade?
Air Force. Warte mal, ich kann es auch gerade für euch machen, warte kurz. Jetzt habt ihr eine richtig geile POV-Chat. Pass auf, du musst nochmal das Ding runter und ran machen, das ist den kleinen. Das ja, ist mach schon. Mach mal runter erstmal. Ja. Drück, drück ran und dann machst du das jetzt. Dann noch ein bisschen weiter nach links, dann sieht man auch die Halterung nicht mehr. Naja, die Halterung ist schon. Aber ist die Halterung schlimm, Chat? Und da hinten ist noch dieser. Ist die Halterung schlimm? Schraube da hinten, dass du es fest hast, ganz hinten an der hier? Da, ja, mach das mal fest. Wenn es schon fest ist, ja, du kriegst es schon. Okay. Ja. Passt. So geil aus. Sehr clean. Das sieht sehr clean aus. Okay, Chat. Und jetzt könnte ich auch rein theoretisch einfach die so drehen. Boah, Alter! Wow. Banger POV. Und es ist sogar noch im Schatten. Das ist echt crazy. Das ist geil. Das ist richtig gut dazu. Tanken, wir haben schon getankt. Wir haben wieder 400 Meilen, easy. Was? 400 haben wir jetzt wieder. Na okay, ist schon. Wir haben noch 130. Stadion einfach mit einem Nichts aus. Hier ist alles irgendwie. Bruder, guck mal, Chat. Also, das ist doch. Sagt ehrlich, diese POV ist geisteskrank, ne? Digga, hier ist weit und breit einfach ein Scheißdreck. Hier ist nichts, Bro. Das ist so krank. Guckt euch mal rechts an, alles. Da ist einfach gar nichts. Wirklich gar nichts. Da ist noch weniger. Da ist noch weniger. Der Fahrer soll mal durchdrücken, das ist crazy. Ja, man muss schon aufpassen, weil Bullen werden sich auf jeden Fall irgendwo mal verstecken. Ist das die Route 66? Nein, Bro. Wo ist die Route 66? Die ist, da sind viele Stücke so in Los Angeles, weil das ist ja eine Route von Ost nach West. Ja. Und einfach nur gerade durch, aber die gibt es nicht mehr. Das sind so ehemalige. Manchmal sieht man noch so Schilder, dass er sagt, so, dass hier so eine Historic Route ist, aber es gibt die nicht mehr. So die offizielle Route 66. Da haben jetzt wahrscheinlich wieder Highways irgendwie zwischendurch gebaut, ne? Die da. Ja, hat sich ja viel geändert. Also die sind zufrieden.
aber das sieht schon alles hier strange aus, ne? Da auch mit irgendwelchen Sachen im Berg. Und dann sieht hier nichts. Guck mal da, die haben da auch irgendwelche Stationen in den Berg reingebaut. Antennen. Kann sein, dass es ab und zu ein bisschen laggt. Da können wir nichts. Jared, guck mal, wo wir sind. Hier ist nichts. Weit und breit nichts. Guck mal, hier wird auch nicht gesagt, was links ist, Digga. Das ist crazy. Die sagen einfach nicht, was das ist. Auf der Map ist nichts. Null. Keine Info, kein Tag. Links sieht man was. Da hinten und bei Google Maps wird einfach nichts angezeigt da. Das heißt, da ist irgendwas, aber da wird nichts angezeigt. Das ist insane. Kann auch sein, dass es neu gebaut wurde. Das geht auch. Das ist wirklich crazy shit. Hast du mal ein Fernglas mitgenommen? Ach, stimmt. Das war geil. Glaubst du, man kann da ein Fernglas kaufen? Safe. Ja, die verkaufen ja eigentlich. Das war doll überteuert, aber mit Sicherheit kannst du da ein Fernglas kaufen. Okay. Ich sag so. Warte mal, wie lange müssen wir noch diese Straße fahren? Warte. Können wir wahrscheinlich die ganze Zeit durchgehen. 5,5 Meilen. Also ich sage, langsam hören die Straßen auch einfach auf. Also mit der Zeit, ne? Ich werde anderthalb Stunden noch bis Area 51. Aber bist du diesem Dorf von entfernt? Das ist gleich da bei dem Dorf. Die Einfahrt ist gleich da. Ich habe geguckt, wie weit es entfernt ist. Ein paar Minuten, eine Minute circa. Das ist gleich da. Das ist ein ganz kleiner Ort. Wie gesagt, 30 Leute leben da. Chat, das ist. Ihr müsst euch vorstellen, das ist irgendwo im Nirgendwo. Da kommt man auch nicht so easy hin. Da gibt's auch, Chat, da gibt's auch gar keine Straßen oder so. Da fährt man über Schotter. Das ist was, du fährst 15 Meilen oder 20 Meilen nur Schotter. Das ist geisteskrank. Achso, hast du hinten mein Getränk? Das ist groß, was du sagst. Er hat das gleiche wie ich, nur groß. Also er hat so die einzige große Vitaminwasserflasche. Gott, das ist eine riesen Flasche. Was ist, wenn man kacken muss? Gute Frage, Digga. Das ist schwer. Du musst einfach draußen kacken, ne? Also Tücher mit? Wenigstens so Taschentücher oder so? Ja, man kann schon kreativ werden. Also Bäume gibt es hier in der Wüste nicht, für Blätter. Digga, wie scheißt man? Digga, draußen scheißen muss auch ein Gefühl sein. Wenn der Wind deinem Arsch bläst. Ja, der läuft einfach da. Wo will der denn hin? Der hat auf jeden Fall eine dicke Seite. Ist ein Auto hier irgendwo. Abgefuckt. Oder hier ist gerade einer, Chat, hier so rechts einfach lang gelaufen. Hätten wir mal Wasser anbieten sollen. Haben wir Akku? Aber Akku sieht eigentlich gut aus. Das Teil ist immer noch 18. Aber trotzdem, dass es nicht überhitzt wird. Später, weißt du? Nein, das wird okay sein. Das war Arda. Chat, das war Arda. Hast du? Akku. Ja. Ich glaube, du bist. Dann gib mir einfach das weiße Kabel. Ach, du bist nicht dran.
Einfach Arda Sachi. Boah. Alter, was sind das für. Was ist das für Straßen? Digga, hier ist nichts. Ist die Verbindung noch da? Ja. Echt? Hey, sie ruft sonst an, wenn die Verbindung weg ist. Man sieht das ja auch ein bisschen, wenn das weg ist. Was ist, wenn man da eine Autopanne hat? Verloren. Ja, gibt's keine ADAC mehr. Dann haben wir verloren. Weißt du mal, wie man Reifen wechselt? Ich weiß. Ey, aber kriegen wir das Auto hochgehievt mit dem Ding? Sind da nicht immer so eine. Ist da nicht so ein Set drin, ne? Mit diesem kleinen Teil? Ja, entweder mit Ersatzreifen oder mit so einem Zeug, was man in den Reifen reinspritzt, oder? Was dann die Löcher zumacht. Das ist eigentlich mit dem besten offen, Digga. Ich bin gespannt, wann so Schotter anfängt, Chat. Wann so anfängt, dass man einfach so. Dass man so Offroad ist? So Offroad, ja. Aber ich glaube, ab dann wird es richtig creepy. Die Black Road oder was das war? Ja, ja. Ich glaube, ab dann wird es richtig creepy. Ja. Wir müssen später auch einfach mit einer Karte dingsen. Was heißt mit einer Karte? Achso, ja, wir müssen noch eine Map kaufen. Wie viele Menschen leben in Amerika? 300 Millionen nur? Ja. Das ist voll wenig, Digga. Das ist wenig. Meiner Meinung nach ist das crazy wenig. Das ist richtig, richtig wenig. Für diese Fläche, überleg mal, Deutschland 80 Millionen. Ja, auf der Fläche fast so groß wie Kalifornien. Hier sind auch keine Hochhäuser, deswegen passen auch so viele rein. Also Plattenbau. Die auch in Lady Hood hat immer sind meistens so Einfamilienhäuser. Also ja, es gibt keine Hochhäuser wirklich. Warum gibt's das ist so krank? Weil die nicht nach oben bauen. Weil da, wozu denn? Wenn genügend Platz ist, denkst du nicht nach oben zu bauen. Dann denkst du einfach nur weit. Boah, ich glaube, warte mal, was ist größer von der Fläche her? Wie viel größer ist Russland im Gegensatz zu Amerika? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber Russland sieht größer aus, als es eigentlich ist, glaube ich. Weil es gibt doch dieses. Ja, ja. Manchmal denkt man, dass es größer ist, liegt daran, weil die. Aber ich glaube, Russland ist trotzdem größer. Ja, ich glaube auch anderthalb oder so. Aber da ist auch viel Unbelebbares, also wo man nicht leben kann. Ja, ja. Da kannst du ja fast überall theoretisch was aufbauen. In Russland hast du ja. Digga, Weißrussland und die ganzen Ecken, wo man theoretisch gar nicht leben kann. Warum? Ist von den Temperaturen her oder? Vom System, kein Netz. Hier kannst du bis nach New York fahren, auf die andere Seite und komplett Netz haben. Du kannst mit dem Tesla von hier nach New York fahren. Das kannst du von einer Seite nach der anderen in Russland nicht. Doppelt so groß. Echt, jetzt doppelt? Okay. Fast doppelt so groß ist Russland, heftig.
Hört ihr komische Sounds oder so? Warte, gerade ist Verbindung nicht so crazy. Jetzt wieder maybe. Geht wieder? Ich will übrigens auch deinen Kaffee. Was? Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es riecht nach Kaffee hier drin. Ah, es könnte da nichts sein. Ja, nach diesem Boden, ne? Ja. Ja, die Aliens haben uns gepackt. Ich muss davon nachher mal ein Foto machen.